allerseits. Ich möchte euch heute Die Stadt der tausend Lügen von Wolfgang Belair vorstellen. Das Buch spielt, ja, so gesehen in unserer normalen Welt, bloß dass die Menschheit nie auf den Plan getreten ist und alles ganz genau so ist wie in unserer Welt, bloß mit Katzen. Also die Kanzlerin ist eine Katze, die Bevölkerung, das sind Katzen und so weiter und so fort. Also eigentlich dasselbe Prinzip. So, das Buch beginnt mit einer Demo gegen TTIP, weil die deutschen Katzen keine in Chlor getauchten Mäuse essen wollen. Freie Mäuse gibt es sowieso keine mehr, die werden dann in so bestimmten Farmen gezüchtet. Und überhaupt haben es viele deutsche Mäuse satt, dass ihnen die US-amerikanischen Mäuse und insbesondere die Stray-Killer-Cats immer vorschreiben, was sie tun und lassen sollen. Und dass irgendwie viel mehr für die USA-Politik betrieben wird, als für Deutschland von der deutschen Politik. Am Anfang des Buches lernen wir dann unsere Protagonisten kennen. Ein Detektiv, der irgendwie keine Fälle mehr kriegt, ein Mädchen, dessen Eltern verhaftet wurden wegen einem Brief, der angeblich besagt, dass alle Kanzler so ein Abkommen unterschreiben mussten, dass sie im Sinne der US-amerikanischen Katzenpolitik führen, und dann noch ein, zwei andere Demonstranten. Das sind so die Protagonisten und das Ganze ist dann ein Politik-Thriller, wenn man das so nennen möchte, in dem es halt eben um die Verfolgung dieser paar Demonstranten geht, die ja den US-amerikanischen Mäusen ziemlich in die Quere kommen. Man lernt dann noch die Berliner Untergrundkatzen kennen und eben dieses ganze politische Verhältnis so mit Widerstand, und die USA wollen eigentlich die Weltherrschaft an sich reißen und sind dabei bereit, auch über Katzenleichen zu gehen. Das ist so ungefähr die Handlung von Die Stadt der tausend Lügen. Wie hat mir das Ganze denn überhaupt gefallen? Also am Anfang war ich ziemlich gespannt. So eine alternative Realität mit Katzen konnte ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Also klar, Katzen sind die unumschränkten Herrscher in ihren Häusern, aber eine ganze Welt nur mit Katzen? Wie das funktioniert, fragt man sich natürlich. Klar, die ganze Evolutionsgeschichte wird jetzt nicht nochmal dargelegt. Aber ich fand die Idee ziemlich lustig, muss ich sagen, weswegen ich auch sofort zugestimmt habe, das Buch zu lesen und später zu rezensieren. Was die Handlung angeht, ich würde sagen, wenn ihr euch die letzten 3 Jahre oder sowas nochmal in der Zeitungszusammenfassung durchguckt, werdet ihr einen Großteil der Handlung hier drin wiederfinden, weil TTIP habe ich ja schon gerade erwähnt, bloß halt mit anderen Inhalten, aber trotzdem halt transatlantisches Abkommen und so weiter. Oder die Katze Schnee kommt auch vor, Snowden, und so weiter und so fort. Also das ist halt einfach durch die Realität inspiriert und nochmal ein bisschen anders verpackt worden. Zudem sind mir ein paar Logikfehler in dem Buch aufgefallen, was ich ein bisschen schade fand. Also es gibt ganz, ganz viele Zeichnungen in diesem Buch. Und auf dem werden die Katzen immer so abgebildet, dass sie eigentlich aussehen wie Menschen, denen man Katzenköpfe aufgesetzt hat. Das fand ich ein bisschen schade, und wenn man dann so zum Beispiel sich die Schuhe anguckt, sieht man, dass die Fußteile eigentlich viel zu lang sind, als dass das normale Katzenpfoten sein könnten. Und es wird auch relativ inkonsequent dann die ganze Zeit von Fingern statt von Vorderpfoten zum Beispiel gesprochen. Das fand ich dann so ein bisschen nervig, was mich auch ehrlich gesagt sehr genervt hat. War, dass immer alle, überall Katze davor gesetzt wurde. Also die Katzenregierung, die Katzen irgendwas, die Katzenpolizei und so weiter. Weil in dem Buch war es ja völlig normal, dass das alles mit Katzen war. Also wieso muss man 500 Mal dazu sagen, dass es dann von den Katzen ist? Danke, habe ich verstanden. Fand ich ein bisschen schade, dass das halt so exzessiv betrieben worden ist. Die Zeichnung in dem Buch fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, was ich aber ganz, ganz furchtbar fand. Wirklich furchtbar. Dann hatten wir auf der linken Seite Text, dann hatten wir rechts komplett weiß, dann kam eine doppelseitige Zeichnung, dann kam links eine Seite weiß und dann ging es erst weiter mit dem Text. Das hätte man so nicht machen müssen. Also man hätte ja auf der leeren Seite noch weiterschreiben können und trotzdem doppelseitige Zeichnung einbringen können. Und ich hätte es auch sehr, sehr schön gefunden, wenn man diese Zeichnung nicht teilweise mitten in den Satz eingefügt hätte oder manchmal sogar Worte durch diese Zeichnungsabschnitte getrennt worden wären. Das ist dann zum Lesen immer so ein bisschen anstrengend. Die Handlung ist jetzt natürlich nicht so schrecklich innovativ, das hatte ich ja bereits erwähnt. Ich fand die Idee mit den Katzen cool, aber die Formatierung, die wirklich eine Katastrophe war, eben mit diesen Bildern, die dazwischen waren und diesen kleinen Logikfehlern und der hundertfachen Erwähnung der Katzen, bringt mich dazu, dass ich diesem Buch wohl den bronzenen Bücherengel geben werde, weil ich die Grundidee zwar gut fand, aber denke, dass in diesem Buch einfach noch viel, viel mehr Potenzial gesteckt hätte und man die ein oder andere Sache sehr leicht hätte verändern können, um so ein angenehmeres Leserlebnis zu verschaffen. Trotzdem möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Wolfgang, bedanken, dass du mir das Buch wieder zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, dass euch die Rezension gefallen hat, dass sie in gewisser Weise eine Inspiration für euch war und dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!